Frankenberg, Eder, Wehrweide. Noch ist es dämmerig draußen, aber es beginnen die ersten Arbeiten für die Fußgängerbrücke von der großen zur kleinen Wehrweide. Der 400-Tonnen-Kran wird aktiviert und die über 40 Meter langen Teile werden demnächst von den LKW entladen, die im Laufe der Nacht, so gegen 5 Uhr, in Frankenberg eingetroffen sind. Ja, Schwertransporte, eine Spezialität von Ihnen? Sind Schwertransporte eine Spezialität von Ihnen? Ja. Das ist jetzt zwar ein langes Teil gewesen, aber nicht ein sonderlich schweres, nicht Ihr schwerster Transport. Nein. Wir haben schon längster gefahren. Wo waren denn die Schwierigkeiten bei dem Transport? Ja, da war auch ein Brick, aber 60 Meter lang halt. 60? Sie sind ohne Polizeibegleitung gefahren? Das ist ohne Polizei mit BF, ja. Das ist auch nicht unbedingt üblich hier, ne? Ja. Wie lange waren Sie unterwegs? 4,5 Stunden. Das geht eigentlich. Ja, das war kein Problem, ja. Und jetzt wartet schon der nächste Auftrag auf Sie? Ja, wir müssen auch noch morgen noch kommen, aber das ist 22,50 die Brücke, ja. Langsam. Das sind die kleineren Teile? Genau. Das ist dann die Fahrt, die Spaß macht mit dem Fahrrad. Ja, auf jeden Fall. Ja, Gustav, vielen Dank. Ja, bitte. Großer Tag für Frankenberg. Rüdiger Hess, der Bürgermeister, stolz, was in den letzten Jahren hier passiert ist. Und das ist natürlich wieder ein Meilenstein für Frankenberg. Ja, es ist natürlich wichtig, dass wir die Stadt weiterentwickeln, dass wir auch Grün in die Stadt bringen. Wir haben die Uferstraße neu gebaut mit der Uferpromenade, wollen das Kloster natürlich noch entsprechend mit Vorplatz, Landratsamt, Parkplatz aktiv gestalten, auch in Richtung Grün. Und hier gehört es sich endlich mal, dass wir die große Wehrweite mehr in Aktion setzen. Und dazu gehört natürlich eine neue Verbindung. Die wollen wir heute Morgen mit dieser großen Brücke starten dabei. Zwei Teile sind gekommen, zwei kommen morgen. Und ich hoffe, dass wir dann eine tolle Anbindung haben werden, die natürlich auch für den Pfingstmarkt ganz wichtig ist. Wir wollen natürlich auf der großen Wehrweide die Tierschau haben, gute Verbindungswege dann hier auf die kleine Wehrweide, sodass wir hier auf dieser Insellage die Menschen haben, die die Schau lieben, die in den Fahrgeschäften fahren wollen. Und das wollen wir einfach aktiver noch betreiben. Und deshalb bin ich wirklich stolz, dass wir das so hinbekommen. Mit der Öffnung des Klostergartens, das alte Landratsamt, das Gebäude, der Ostflügel liegt ja nicht mehr da, der ist auch schon abgeräumt, mit dem Eder-Uferpark und jetzt der großen und kleinen Wehrweide wird das ja ein richtig toller Bürgerpark mit der Eder, mit allem drum und dran. Ja, es ist so, wir wollten immer Frankenberg an der Eder haben, die haben wir jetzt und wir heißen Frankenberg an der Eder als Philipp-Soldan-Stadt. Und da gehörte sich natürlich das Wasser in die Stadt gehört. Wir haben angefangen mit dem Wasserpark und wir haben dann natürlich die Eder an die Stadt gebunden. Und kann mich noch daran erinnern, wie sah es Sommer 2019 aus, als die Parade unserer Europiade über die Uferstraße marschierte und wir auf der anderen Seite die Leitplanken hatten. Heute kann sich kaum noch jemand daran erinnern, 2,5 Jahre später. Und ich glaube, das sind die Erfolge, die wir natürlich Monat für Frankenberg immer weiter nach vorne bekommen. Das eröffnet natürlich auch ganz neue Möglichkeiten, wenn man so eine Einheit hat mit Bach, mit Fluss, auch für Kunstausstellungen und mehr als Pfingsten. Ja, natürlich. Das gilt es jetzt weiter zu gestalten natürlich. Wir bilden den Rahmen. Wir haben ja dieses Jahr schon einmal mit Künstlern, die den Eder-Uferpark ja auch mit ihrer Kunst bereichern wollen. Und so hoffen wir natürlich auch, dass wir dieses haben. Aber natürlich immer für unsere Bevölkerung, für die Gäste dieses natürlich.
Naturerlebnis. Ich habe das letzte Woche gesagt, Natur gehört in die Stadt. Ich kann mich daran erinnern, wir sind noch in Allendorf an der Linzer und an der Nitzel entlang marschiert. Wir haben kleine Sachen im Wasser gemacht, wir haben kleine Schiffe mal reingemacht oder nur einen Ast. Warum sollen das Kinder hier nicht erleben? Und das erlebe ich halt vorne am Nymphe-Zufluss ja ein Jahr aus, wo die Kinder dort barfuß auf dem Kies stehen, im Wasser stehen und dort mit ihrem Wasser, mit der Natur leben. Und das wollen wir in die Stadt machen. Die Radwege hast du inzwischen auch in die Stadt geholt. Die führten ja vorher großzügig um Frankenberg drin rum. Jetzt direkt auch wieder an dem Eder-Uferpark, kleine große Wehrweide. Also so wird das Bild langsam rund. Ja, das ist ja das Ziel, was wir hatten. Ich sage ja immer wieder, ich bin mal angetreten, wir wollen die Eder in die Stadt holen. Wir wollen natürlich auch die Gäste in die Stadt holen. Und dazu gehört es, dass die Radwege nahe zur Fußgängerzone sind, wo man einkaufen kann, wo man einfach sich nur einen Kaffee holen kann. All das wollen wir haben. Oder auch, wo man ein Mittagessen zu sich nehmen kann, sodass Frankenberg lebt, nicht nur für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für die Gäste. Auch für Gäste, die einfach nur mal an Frankenberg vorbeifahren wollten und jetzt in die Stadt hineinkommen können. Vielen Dank. Das Spektakel der Brückeneinschwenkung hat sich rumgesprochen und die ersten Zuschauer sind an der Wehrweide. Okay. Thank you.